meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, wir sind gerade dabei, das verborgene Land zu entdecken oder zumindest auf dem besten Weg dahin. Deshalb sehen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Reptain, woher wusstest du, dass du uns hier findest? Knuddeluff hat mich hierher gebracht. Was? Knuddeluff war das? Das stimmt, Knuddeluff hatte nach mir gesucht. Sobald er mich gefunden hatte, bat er mich, mitzukommen. Er sagte, ihr wärt kurz davor, das verborgene Land zu finden. Das war praktisch, denn ich wollte sowieso wieder zu euch stoßen. Wieder zu uns stoßen? Warte mal, heißt das etwa... So ist es. Ich habe alle notwendigen Zahnräder der Zeit eingesammelt. Juhu! Jetzt müssen wir nur noch zum verborgenen Land gelangen. Lasst uns also den Ort mit dem seltsamen Muster finden. Wow, hier ist Wasser. Wartet mal, das ist Meereswasser. Sieh mal, Sarah. Nicht schlecht. Der Höhlenausgang öffnet sich weit zum Meer hinaus. Von außen konnten wir ihn nicht sehen, weil er im Schatten liegt. Oh, das stimmt. Das Meer ist hinter den Felswänden zu sehen. Es ist fast Abend. Wir haben nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Flut steigt bis hier durch diese Spalte in der Wand. Oh, da, das ist... Sarah, was stimmt denn nicht? Hey, sieh dir das an! Das ist das gleiche Muster wie auf dem Reliktfragment. Ich nehme an, das ist das gleiche Muster, das Plaudergel beschrieben hat. Lass mich mal das Reliktfragment hervorholen. Es leuchtet. Hey, das Reliktfragment. Wow, das Muster an der Wand glüht jetzt. Es ist, als ob es auf das Reliktfragment reagiert. Wow! Cool. Was war das? Ein Lichtkegel schießt in Richtung Meer. Was war das? Was? Das ist... Es kommt näher. Es schwimmt. Lapras. Alex, Sarah und Reptain, korrekt? Du kennst unsere Namen? Ja, ich wurde von Knuddeluff informiert. Knuddeluff hat sie dir genannt? Dieses Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen, der über das Meer fiel. Direkt danach bist du erschienen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Ich bin Lapras. Ich geleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns zum verborgenen Land bringen? Ihr habt den Lichtkegel aus dem Muster an der Wand entfesselt. Das ist das Signal, um Einlass zum verborgenen Land zu erhalten. Es liegt jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken. Ich werde euch über das Meer bringen. Fürchtet euch nicht. Ich bin außergewöhnlich. Ich kann euch alle und noch mehr auf meinem Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres, das verborgene Land. Sarah, Alex, gehen wir! Über das Meer! Das ist voll cool. Nein, ich möchte nicht speichern. Kapitel 19. Nächster Stopp, verborgenes Land. Es ist schon Nacht. Oh, Gildenmeister. Wie geht es, Plaudergeil? Kommt er wieder auf die Beine? Jep. Er muss heute Nacht schlafen und sich erholen. Ich denke, es wird ihm morgen besser gehen. Ja, ich freue mich, das zu hören. Jawohl, ja, das ist eine echte Erleichterung. Donnerwetter. Hey, hey, das ist super. Plaudergeil wird wieder gesund. Hey, hey. Gildenmeister? Was gibt es, Sonnenflora? Gildenmeister, du sagtest, Plaudergeil hätte dich in dieser Höhle vor langer Zeit gerettet. Kannst du uns davon erzählen? Jep, folgendes geschah damals. Gildenmeister, pass auf! Kabutops und seine Schergen griffen uns ohne Vorwarnung an. Plaudergeil reagierte zuerst und schirmte mich vor ihnen ab. Dabei wurde er K.O. geschlagen. Danach habe ich Kabutops und seine Bande Sterne sehen lassen, aber Plaudergeil war außer Gefecht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich geriet in Panik, weil ich Plaudergeil nicht helfen konnte. Da tauchte Lapras auf. Lapras? Jep, Lapras. Lapras rettete Plaudergeil. Oh, ich verstehe. So hast du also Knuddeluff kennengelernt, Lapras? Ja.
Ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, mich zu erkennen zu geben. Aber ich änderte meine Meinung in der Sekunde, als ich Plaudergei auf dem Boden liegen sah. Ich musste einfach helfen. Später rang ich Knuddeluff ein Versprechen ab. Ein Versprechen? Ja. Hey, was für ein Versprechen denn? Ich glaube, Lapras erkannte sofort, dass wir ein Erkundungsteam waren. Daher verfolgte er die folgende Strategie. Er sagte, dass er nicht wüsste, ob wir Banditen mit großem Ehrgeiz seien. Oder aber ein Erkundungsteam mit guten Absichten. Deshalb bat er uns um des Weltfriedens willen. Er bat uns, bitte nicht dieses seltsame Muster dort zu untersuchen. Darum bat er uns. Und? Was hast du ihm geantwortet, Gildenmeister? Warum ist Lapras eigentlich ein Kerl? Egal. Es bekommt weiter von mir eine Mädchenstimme. Knuddeluff versprach, meinen Ansinnen zu respektieren, mir zuliebe. Er sagte, er schulde mir Dank dafür, dass ich Plaudergeld zu Hilfe gekommen war und dass er alle Untersuchungen in diese Richtung beenden würde. Das ist also passiert, aber warum wolltest du niemanden das Muster untersuchen lassen? Im verborgenen Land, dort steht der Zeitturm, in dem Dialga herrscht. Dialga befürchtete, Eindringlinge könnten Chaos am Turm der Zeit, der die Zeit reguliert, verursachen. Dialga entschied sich dafür, den Zeitturm zu beschützen. Er versteckte das verborgene Land in einer Spalte in der Zeit. Eine Spalte in der Zeit? Ja. Das ist schwierig zu erklären, aber es ist eine Spalte in der Zeit selbst. Es ist der Abstand zwischen Teilen eines Sekundenbruchteils. Ich verstehe. Kein Wunder, dass niemand diesen Ort gefunden hat. Eine Spalte in der Zeit. Niemand konnte jemals hoffen, solch einen Ort zu finden. Nein. Dialga ließ einen Schlüssel zum verborgenen Land zurück. Es ist ein besonderes Fragment, in das ein rätselhaftes Muster geätzt wurde. Als ich die Geschichte des weisen alten Quirtel hörte und als ich das Relikfragment von Alex sah, da verstand ich endlich. Ich erkannte, dass das Relikfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung stand. Darum eilte ich vor allen anderen zur Salzwasserhöhle hinaus, weil ich Lapras treffen musste. Ich traf mich mit Lapras und erklärte ihm, was passierte. Wie die Zeit überall anhielt und dass die Welt in Gefahr war. Ich erklärte ihm auch, dass die Zahnräder der Zeit zum Zeitturm gebracht werden müssten. Deshalb bat ich ihn, mir zu verraten, wie man zum verborgenen Land gelangt. Und was geschah dann? Lapras offenbarte es mir. Er sagte, das Relikfragment wähle denjenigen aus, der zum verborgenen Land gehen wird. Das Relikfragment selbst tut das? Es wählt aus? Von selbst? Jep, anscheinend ist es so. Und das Relikfragment wählte Alex aus. Hey, warum hat das Relikfragment Alex ausgewählt? Ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, Dialga möchte diejenigen vom Eindringen in den Zeitturm abhalten, die böse Absichten im Herzen tragen. Darum ist das wichtigste Kriterium die Herzensgüte. Und deswegen muss das Herz von Alex auf einer Wellenlänge mit dem Relikfragment gelegen haben. Wir können nicht mehr tun, um zu helfen. Von jetzt an ruht diese Bürde auf den Schultern von Alex und Sarah. Dieses Päckchen muss jetzt Team Feuerblitz tragen. Es liegt ganz an ihnen, zum verborgenen Land zu gehen. Sie sind es, die die Zerstörung der Zeit aufhalten müssen. Okay. Soweit die Geschichte. Hey, Lapras! Ja? Du schwimmst schon seit einiger Zeit, geht es dir gut? Ja, kein Problem, Alex. Kein Grund zur Sorge. Wir sind nämlich gleich da. Da, man kann es schon sehen. Wo? Am fernen Horizont, seht ihr? Da, wo das Meer ein bisschen anders aussieht. Es glitzert. Es stimmt. Die Wellen sind verdreht. Lapras, was ist das? Der Rand der Spalte in der Zeit. Das ist das Portal, durch das wir zum verborgenen Land gelangen. Das ist jetzt voll cool. Okay, los geht's! Wow, Lapras! Lapras fliegt! Nein, das ist es nicht! Das ist kein Fliegen! Wir überqueren das Meer der Zeit! Das Meer der Zeit? Wow. Lapras! Ist es das? Ist dies das verborgene Land? Ja, das ist das verborgene Land. Wir begeben uns hinein.
voll cool, oder? Yay, die Wolken teilen sich über dem verborgenen Land. Wir haben das verborgene Land entdeckt. Das ist das verborgene Land? Wir haben es endlich geschafft, hierher zu kommen. Bitte, seht in diese Richtung. Hey, was ist das? Ist das vielleicht... Oh, ich krieg Gänsehaut. Ja, es ist der Zeitturm. Dort, wo die Alga lebt? Das ist unser Ziel. Die Zahnräder der Zeit müssen dahin gebracht werden. Aber wenn ihr mal genauer hinseht, dieser Ort, er scheint in der Luft zu schweben. Ich frage mich, wie wir diesen Ort erreichen sollen. Ihr müsst das Regenbogensteinschiff nehmen. Das Regenbogensteinschiff? Ja. Fernab von hier findet ihr die alten Ruinen. Dort findet ihr ein uraltes, mystisches Schiff. Das Regenbogensteinschiff. Es wird euch zum Zeitturm bringen. Danke, Lapras. Damit habe ich meine Möglichkeiten erschöpft, euch zu helfen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Viel Glück beim Erreichen des Zeitturms. Okay. Reptane, Sarah, wir müssen nicht mehr weit gehen. Lasst uns weitermachen. Hui, okay. Ich würde schon gerne einmal mein Lager überprüfen. Und zwar möchte ich schon gerne jetzt... Da ich weiß, was jetzt als nächstes kommt. Verdammt, wir haben keinen Platz im Lager. Da muss ich mal eben etwas lagern. Und zwar brauchen wir die Flairsamen nicht. Die... Na, da. Falscher Knopf. So. Die können weg. Die Samen können von mir aus auch weg. Also zumindest zwei davon. Wir haben noch einen Grüngummi. Die Pisifbeere kann weg. Sinelbeeren sollten wir schon behalten. Die werden uns noch nützlich sein. Top-Elixier brauchen wir nur drei Stück, denke ich jetzt mal. Schlafsamen brauchen wir nicht. Den Samen brauchen wir nicht. Appeller brauchen wir. Die Orbe sollten wir auch einfach mal dabei haben, wobei uns ein Schlaforb reicht. Verstehen alle Gegner, das ist okay. Das Grüngummi behalten wir auch mal, falls wir Hunger kriegen. Das Kraftband behalten wir auch mal. Okay, damit hätten wir alles. Jetzt würde ich gerne, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel Platz wir haben, noch eine ganze Menge von denen mitnehmen. So, es hat seine Gründe, warum ich das mitnehme, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns jetzt so langsam dem letzten Gegner nähern. Und der ist scheiße. Richtig scheiße. Deswegen, wir sollten jetzt so wenig von denen verschwenden. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch weiter mit meinem Konfu-Strahl kämpfen demnächst. Jo, wir werden das schon schaukeln irgendwie. Ich würde euch aber sagen, ich mache an dieser Stelle mal wieder einen ganz kurzen Aufnahmestopp und würde dann gerne mit dem verborgenen Land im nächsten Part beginnen. Weil ich bräuchte mal, ja, ganz dringend einen Schluck zu trinken und müsste mal aufs Klöchen. Deswegen brauche ich gerade mal ganz kurz eine Pause mit dem Aufnehmen und da der Part eh nicht mehr so lange geht, würde ich sagen, beende ich ihn jetzt einfach an dieser Stelle. Und wir machen dann weiter im nächsten Part mit der Erkundung des verborgenen Lands. Ja. Okay. Das war's dann für diesen Part, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao!